Die siebte Person heißt der neue Spreewald-Krimi, der am 30. Januar 2023 im ZDF läuft, mit dir in einer Hauptrolle als Maya. Maya hat eine dissoziative Störung. Was war der erste Gedanke, als du erfahren hast, dass du eine solche Person spielen sollst oder darfst? Das Tolle ist, dass ich schon mal mit dem Regisseur gearbeitet habe, mit dem Lars Gunnar Lotz, und dass der mich angerufen hat und meinte: Frieda, ich habe da was für dich. Du darfst jemanden spielen, der mehrere ist, eine dissoziative Identitätsstörung hat. Und ich dachte: Okay, was ist das? Erstmal war ich ziemlich, ne? Als Schauspielerin denkt man aber gleichzeitig: Wie wundervoll, was für eine tolle Aufgabe, wenn ich mehrere Persönlichkeiten in einem Körper darstellen darf. Wie ist das? Ich war aufgeregt, und vor dem Drehbuch habe ich auch schon mich ein bisschen im Internet recherchiert und sowas. Dann kam das Buch. Dann hat sich herausgestellt, dass Anteile von anderen Schauspielern auch gespielt wird. Das ist das Besondere in der Darstellung, wie wir das jetzt machen. Damit die Zuschauer das ein bisschen nachvollziehen können, Damit oder? die, genau, ja, um das nachvollziehbar zu machen, aber auch um damit zu spielen, ne? Das heißt, ich durfte in manchen Szenen Wechsel spielen. Das heißt, dass ich mehrere Personen innerhalb von kurzer Zeit darstellen durfte in kleinen Momenten. Als Spielerin ist das ein großes Geschenk, und auch als Mensch war das für mich eine der schönsten Arbeiten und bereicherndsten Arbeiten, weil ich in der Vorbereitung mit einer Psychologin habe sprechen dürfen, die Spezialistin ist auf dem Gebiet, und auch Menschen kennenlernen durfte, die in einem System, so nennt man das dann, leben. Also die in ihrer frühen Kindheit Dinge erlebt haben, die für ein Menschenleben zu viel sind, und die eigentlich, deswegen finde ich dieses Wort dissoziative Identitätsstörung falsch, weil es ist eigentlich keine Störung, sondern ein Geschenk, dass es deinem Geist möglich ist, dich zu spalten, weil sonst würdest du das nicht schaffen. Das ist eine Art des Überlebens, was unser Gehirn da machen kann, ne? Hat dir das die Psychologin dann so vermittelt oder? Das hat mir die Psychologin erklärt, das haben mir aber auch die Menschen erklärt, die das erlebt haben. Also du hast doch jemanden getroffen, der Ich habe solche Krankheit hat. heute Abend werde ich jemanden treffen, der das erlebt hat, und ich habe im Vorhinein telefonisch und über Zoom Kontakt gehabt mit Betroffenen, ja. Ja, also erstmal ist es fremd, ne? Ja. Man denkt: Okay, wie kann das denn gehen? Es ist doch nur ein Körper und ein Gehirn, und ein Mensch ist doch nur einer. Und dann ist dann dieses, was viele Menschen denken: Ach, das stellt er sich doch nur vor, ne? So ein gewisses Vorurteil dem gegenüber, das weit, weit verbreitet ist. Und dann neugierig zu sein, offen zu sein, das kennenlernen zu dürfen und zu verstehen, wie sowas entsteht. Und zu begreifen, wie das funktioniert, immens wichtig für mich, weil sonst kann ich das ja auch nicht spielen, ne? Ich versuche ja, ich muss mir selber glauben. Ich muss mir selber ja dann auch beim Spiel glauben, wenn ich die schnellen Wechsel habe. Es ist schwer, zwei, drei Sätze dazu zu sagen, aber es ist eine dunkle und fremde Welt, in die ich da reingucken durfte. Und ich habe Menschen kennengelernt, die betroffen sind, dissoziativ eben sind, wo ich denke: Wow, ihr seid Helden. Für mich seid ihr Helden. Ihr habt da was überlebt. Und ihr seid für mich fast gesünder, als ich es bin. Ja, ich habe das Gefühl, also wirklich starke Leute kennengelernt. Und wie bist du in Kontakt gekommen zu denen durch die Durch die Psychologin? Psychologin, genau. Ich habe ein Vorgespräch gehabt mit der Ah. Psychologin, Frau Dr. Huber. Und dann dachte ich: Ich muss mehr wissen. Das ist wie Aha. eine Tür aufmachen. Ja. Viele weitere Türen sind da, und man denkt: Ja. Okay, es wird immer größer, und ich muss es verstehen, ich muss es greifen können, ich Aha. muss es spielen können. Und dann habe ich sie gefragt: Kann ich mal mit jemandem sprechen, der damit lebt? Und sie hat gefragt: Ja, ich kenne da natürlich Menschen, und ich werde einfach mal fragen für dich. Und das hat dann auch sofort funktioniert. Also, ich wüsste niemanden, der so jemanden kennt oder auch nur
jemanden kennt, der jemanden kennt mit so einer Krankheit. Gibt es da überhaupt viele von in Deutschland? Ich glaube, bewiesen sind nicht viele. Also die Zahl in den Statistiken ist recht gering. Die steigt aber auch. Und die Nikis, mit denen ich gesprochen habe, die auch in einem System leben, die also auch dissoziativ sind, meinten, sie könnten sich vorstellen, dass es eine große Dunkelziffer gibt an Menschen, die in der Psychiatrie vielleicht landen und nicht mehr ganz klar sind oder selber auch nicht greifen können, wo sie sind, ne, was mit ihnen geschieht. Es gibt bestimmt eine große Dunkelziffer. Und es gibt ja leider, 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 wie wir auch wissen, eine große Pornoindustrie mit Kindern. Und irgendwie, ne, diese Kinder gibt es und die werden irgendwann erwachsen. Okay. Hart, ich weiß. Ja. Aber es ist die Realität. Man möchte sie am liebsten nicht sehen. Ja, und durch den Spreewald-Krimi jetzt kommt man da doch einen ziemlich neuen Einblick auch in diese gespaltene Persönlichkeit. Finde ich auch. Die erste Frage, die mir gestellt wurde von den Nikis, war: Wir sprechen nicht mit dir, sie sprechen von sich in einer Wir-Form, wenn wieder, ich darf aber jetzt nicht zu viel, sonst verrate ich den Plot, aber es ist ja oft so, dass in der Filmindustrie Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstörung gezeigt werden als Übeltäter oder als Monster oder so. Ne? Also gibt es ja bei Split zum Beispiel auch. Ne? Da verwandelt sich der Mensch am Ende in irgendwie ein Monster, was die Wand hochgehen kann und so. Und damit wollten sie nichts zu tun haben, was ich total gut verstehen kann. Zum Glück zeigen wir das ganz vorsichtig, sensibel in dem Spreewald-Krimi, was es bedeutet, mehrere zu sein. Ja, man erfährt ja mit der Geschichte, also mit dem Fortgang der Geschichte in dem Film ja auch mehr und mehr über deine Person und auch über die Person in ihr und die Person, die dann neu dazukommt, wo man das als Zuschauer erstmal gar nicht, naja, darf man nicht verraten. Darf man nicht zu viel sagen. Sonst ist der Plot weg. Gut. Meine nächste Frage wäre zur Vorbereitung auf die Rolle vielleicht. Du hast also Kontakt aufgenommen mit einer Psychologin, hast Bücher gelesen. Ich habe Bücher gelesen, habe im Internet Betroffene gesprochen. Aber wie ging denn die Entwicklung der Rolle vonstatten? War das denn mehr Arbeit mit dem Regisseur? Oder das war auch sehr interessant. Also erstmal ist es ja schon schwer genug, eine Rolle zu spielen. Ne? Man muss ja sozusagen sich überlegen, überlegt man sich als Schauspieler, wie sieht dieser Mensch aus, wie trinkt er seinen Kaffee? Also wirklich auch so Fragen, die vielleicht am Ende im Film nicht vorkommen, aber am besten hat man sich als Schauspieler all diese Gedanken gemacht. Ja, und ich hätte gedacht, du hast dir vielleicht einen langen Spickzettel zu jeder Person gemacht. Habe ich auch. Ja. Ich habe mir meine Biografien tatsächlich, Randnotizen auf jeden Fall aufgeschrieben. Was an der Arbeit aber auch besonders war, ist, dass ich ja nicht nur mehrere gespielt habe in meinem einen Körper, sondern dass ich mit anderen Schauspielkollegen arbeiten durfte, die Anteile von mir sozusagen gespielt haben. Das heißt, wir hatten dann Proben, in denen ich rausfinden musste, im Vorhinein am besten rausfinden musste, bevor die Leseprobe mit den anderen war, wie ich denke, dass die Person spricht, ne? Also, oder wie die Kiki sich bewegt oder ob es vielleicht eine Bewegung gibt, die sie im Körper öfter macht, ne? Eine Handbewegung, ob es einen Tick gibt oder so. Habe also sowas überlegen müssen, ausprobieren müssen, bin dann rumgestromert zu Hause in der Küche, in der Wohnung, habe mir auch mal ein Zimmer gemietet, um da ein bisschen auszuprobieren, wie das ist. Und dann war das Besondere, in Kontakt zu kommen mit den anderen Spielern, die natürlich auch eine eigene Fantasie von ihrem Menschen, von ihrem Anteil, den sie von der Maya spielen, haben. Und dann musste man ja zusammenkommen. Genau. Damit es erkennbar ist. Deswegen denke ich auch, habt ihr Theresa oder das ist jetzt, ne, lange Proben gehabt oder habt ihr überhaupt Zeit dafür beim Film? Das ist ja auch immer die Frage. Ne? Wir haben uns Zeit genommen. Wir haben uns Zeit genommen. Ich habe im Vorhinein aber viel mit Lars telefoniert und habe viel mit ihm auch gezoomt und wir haben viel probiert und dann gab es 2 oder 3 Tage Leseproben in Berlin mit den anderen Spielern und da durften wir dann
zusammen kreieren. Und dann habe ich aber im Nachhinein weiterhin auch Zooms mit den einzelnen Spielern gehabt und gesagt, okay, wie kriegen wir das zusammen? Ne? Was möchtest du spielen? Was denke ich? Wie gibt es eine Person? Weil wir spielen am Ende des Tages alle eine Person, die mehrere ist. Ja. Und wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis jetzt? Ich mag den Film. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich da reingucken durfte in diese Welt. Ich bin zufrieden und ich habe das Gefühl, dieses Thema und ein dissoziativer Mensch hat noch ein bisschen mehr Raum verdient. Und ich habe eine Drehbuchidee dazu. Es lässt mich nicht wirklich los und ich hätte Lust, eine dissoziative Person noch viel mehr im Zentrum zu sehen, ohne Krimi. Also das wäre, oder ja. Als Drama oder Komödie? Nee, Komödie nicht. Ich glaube, das gibt das Thema nicht so richtig her. Aber mich interessiert zum Beispiel in der Vorbereitung, gab es einen Punkt, dass es wirklich schwierig ist für solche Menschen, erstens schwierig ist, an die Öffentlichkeit damit zu gehen und das anzuzeigen, was ihnen angetan wurde. Kommt man sich vielleicht blöd vor auch, ne? Oder es ist schwer, weil du hast auch deine Beweise sind nicht da und deine Geschichten sind so schrecklich und so verrückt und verwirrend, dass die Justiz dir meistens nicht glaubt. Und das ist, finde ich, ein Thema wert. Das fände ich zum Beispiel filmisch interessant, zu sagen, was ist denn, wenn ein Mensch aufsteht, sich nach draußen wagt, was ja auch viele tun, ne, mittlerweile auch, und dann die Justiz dir nicht helfen kann, weil sie mit deinen Aussagen nichts anfangen kann. Also das Thema lässt dich nicht los, kann man so sagen? Das Thema lässt mich nicht los. Ich bin auch weiterhin im Kontakt mit den Nikis, weiterhin im Kontakt mit Betroffenen und Experten. Und also für mich war das wirklich ein sehr, sehr tief berührendes Thema. Wenn du jetzt diese Rolle mal vergleichst mit den deinen bisherigen Rollen, die du gespielt hast, die größte Herausforderung? Das werde ich immer gefragt und ich muss immer wieder das Gleiche sagen, weil ich die größte Herausforderung immer in dem Moment kenne, also im Moment. Das, was ich im Moment mache, ist für mich die Herausforderung, die größte. Aber eine große Verantwortung in solchen Rollen liegt, finde ich, eine große Verantwortung. Okay. Das ist jetzt ein Spreewald-Krimi? Ja. Dein erster Gedanke an den Spreewald war? Gurke. Ja, und auch, dass es nicht weit weg ist von Berlin und ich habe ja lange in Berlin gelebt und ich habe es nie in den Spreewald geschafft, leider. Oh. Und dachte, ja, endlich. Und wie war es denn jetzt im Spreewald? Der erste Gedanke, als ich dann ankam, vom Bahnhof abgeholt wurde, von Lübbenau, glaube ich, und dann da in diesem Hotel landete, das war schon richtig, es war Richtung Abend, es war ein dämmeriges Licht und da war eine Wiese und es war ein bisschen, du konntest das Wasser spüren in der Luft, auch ich finde auch, dass das Licht so ganz besonders ist im Spreewald. Ich fand es toll. Ich dachte, wow, auch gerade für dieses Thema und für dieses Drehbuch fand ich diesen Spreewald einfach atemberaubend, passend. Wann habt ihr eigentlich gedreht? Das sieht ja nach kalter Jahreszeit aus, aber nicht so genau definierbar, ne? Ja, gute Frage. War sehr kalt? Es war noch kalt, aber es war nicht mehr so kalt. Früher? Ja, es war früher, es war auf jeden Fall früher. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob das März war oder Februar. Februar, ich glaube, ja. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich war im Februar bei Alina. Ja. Okay. Für dich geht es ja auch körperlich so ein bisschen zur Sache. Du musst ja auch richtig so einen Spreewaldkahn durch so ein Vlies da steuern. Starken, genau. Starken. Stimmt, ich hatte auch Unterricht. Aha. Ich hatte Unterricht bei Ralf, glaube ich, hieß er. Und da durfte ich dann Starken üben. Mhm. Ja, das war auch spannend. Also ich war, glaube ich, bestimmt irgendwie viermal oder dreimal mit ihm auf dem Wasser. Und er meinte, ich sei eine ganz gute Schülerin. Aber er hat mir auch ein bisschen geholfen beim Drehen.
Und hast du auch die ganzen Regeln kennengelernt, die man da beachten muss? Bestimmt nicht alle. Bestimmt nicht alle. Also wie man sich genau verhält, wenn jetzt ein anderes Schiff, Quatsch, kommt ja kein Schiff, aber ein anderes Floß oder Boot vorbeikommt, machst halt Platz. Und viel mehr. Er hat mir gezeigt, wie man lenkt, ne? Mhm. Das auch. Was es ausmacht, wo ich jetzt halt eben diesen, wie heißt das nochmal? Das hat einen eigenen Namen. Ich weiß es nicht mehr, wenn ich das da ins Wasser tue. Okay. Das mit R. Peinlich. Weiß ich jetzt auch nicht. Das oder ist es nicht? Also okay. Nee. Okay. Wie schwierig war es denn, sich da vorzubewegen? Oder musstest du immer nur so 2-3 Meter und dann war gut, dann war die Szene im Kasten? Na, das war halt vor allem kalt. Ne? Also das war in den Händen, das war das Anstrengendste eigentlich körperlich, dass es halt kalt war und das ist natürlich, bist du mit Wasser in Berührung. Ne? Jedes Mal, wenn du den rein und raus holst, dann werden die Hände irgendwann kalt. Aber es war nicht so schwer. Am Ende merkt man, dass es gar nicht so viel mit Kraft zu tun hat, sondern eher damit, mit dem Wissen, wo du das jetzt genau reinstecken musst. Ne? Technik eben. Technik, ja. So am Ende war es Technik. Die Dreharbeiten sind lange vorbei. Ja. Warst du in der Zwischenzeit nochmal im Spreewald? Nein, leider nein. Aber ich werde da nochmal hinfahren, ganz sicher. Also weil es wirklich eine ganz besondere Atmosphäre ist und weil ich die Natur da auch einfach mag. Hast du einen besonderen Ort für dich entdeckt? So viel Zeit hatte ich nicht. Ich war eigentlich nur beschäftigt mit dem Buch und der Rolle, ne, und dem Dreh. Und das Hotel war auch schon super schön, wo wir waren. Da gab es schöne Orte. Aber ich bin einfach drauf losgejoggt zum Beispiel und fand eigentlich immer, wenn ich querfeld eingelaufen bin, wunderbare Orte. Mhm. Ja. Und kannst du den Spreewald weiterempfehlen? Ich kann den Spreewald weiterempfehlen, ja. Total. Okay. Das war eigentlich auch schon meine letzte Frage. Ja, okay. Wir sind durch. Ja? Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ja, und war auch sehr interessant. Magst du noch was erzählen, wo man dich vielleicht demnächst noch sehen kann? Gibt es da schon neue Projekte? Ja. Also am 20. Februar wird auf der Berlinale ein Film von mir gezeigt. Der heißt Geranien. Und da geht es eigentlich um das Erwachsenwerden und um Familienbeziehung. Da kennst du dich ja aus. Da kennen wir uns alle aus, wenn man ehrlich ist. Das haben wir ja alle, wir stecken ja alle in Familien und kennen das. Ja, und der wird da Premiere haben. Eine Komödie, ein Drama oder Krimi? Ein Familienfilm. Familienfilm. No? Heimatfilm vielleicht sogar. Oh. Vielleicht. Aber also, es ist kein Drama. Es ist aber auch keine richtige Komödie. Ich habe ihn tatsächlich auch am Ende, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn nur gespielt. Und ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ein Film, ich würde sagen, dessen Qualität darin liegt, dass es wie ein heller Lichtstreifen ist, dieser Film, finde ich. Ist dieses Drehbuch, das ist so fein gesponnen, dass man genau hingucken muss. Und hören muss. Und der ist sehr atmosphärisch und sehr viel zwischen den Zeilen. Gut, dann sind wir gespannt und freuen uns drauf, dich wiederzusehen dann. Freue mich auch. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für das sehr nette Gespräch. Gerne. Und würde mich da auch freuen, wenn es mal wieder klappt mit dir. Ja, gerne. Auch zu einem anderen Thema. Total gerne, ja. Gut, vielen Dank. Gerne.